Ich freue mich, dass sich so viele interessieren für diese Grignonsche Marienweihe. Es ist nicht so im Sinne der normal katholischen Marienweihe, die man abschließt, das ist etwas Gutes, sondern es geht bei der Grignonschen Marienweihe um einen Weg zu Christus. Und deshalb kann man das so definieren: Es geht zuerst einmal um Tauferneuerung durch ganz Hingabe an Christus über die Weihe an Maria. Darf das kurz erklären, damit Sie von Anfang an so die richtige Sicht haben? Tauferneuerung. Taufe ist ein Bund zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott. In der Taufe sagt Gott Ja zu mir, das heißt, er schließt einen Bund im Blut. Das heißt, wenn ein Bund wird geschlossen, in dem zwei füreinander sterben. So etwas gibt es also nur zwischen Gott und Mensch. Und das ist Taufbund. Und wenn ich erwachsen bin, muss ich diesen Bund schließen. Er schließt nicht automatisch. In der Taufe hat Christus durch seinen Tod, seine Hingabe, mir sein göttliches Leben vermittelt. Und wenn ich zum Vernunftgebrauch gekommen bin, wird es Zeit, dass auch ich diesen Bund schließe von mir her und meine Ganzhingabe vollziehe. Deshalb Tauferneuerung durch Ganzhingabe an Christus. Durch die Weihe an Maria, was heißt das? Denn manchmal haben mich Leute schon gefragt, ja, ich habe mich doch Christus ganz hingegeben. Ja, muss ich das zurücknehmen und das jetzt Maria geben, nicht? Ich sage, nein, Gegenteil. Schauen Sie, wenn Sie sich Christus wirklich übergeben haben, den Taufbund geschlossen haben, dann werden Sie Tag für Tag merken, wie unvollkommen ich diesen Bund lebe, diese Ganzhingabe, diesen Gehorsam zu Jesus lebe, wie unvollkommen. Und deshalb, aus dieser Erkenntnis, aus dieser Erfahrung, hat Grignion Gott gebeten, ihm einen Weg zu zeigen, dass er diese Hingabe an Christus vollkommen vollziehen kann. Und da wurde ihm der Weg über Maria gezeigt. Eben Tauferneuerung, das geschieht durch Ganzhingabe an Christus, über die Weihe an Maria, die das ergänzt, was an meiner Hingabe an Christus fehlt. Also, dass das gleich von vornherein mal klar ist, dieser Zusammenhang. Grignion schlägt ja vor, eine Vorbereitung von 33 Tagen, eben entsprechend der 33 Lebensjahre Jesu. Und da sagt er, man soll zuerst einmal 12 Tage darauf verwenden, sich vom Geist dieser Welt freizumachen. Also die Anhänglichkeit an diese Welt, da er dem Geist Jesu Christi entgegengesetzt ist. Das wären 12 Tage. Also gut, wir haben nur 8, wir müssen das zusammenziehen. Dann 3 Wochen soll man darauf verwenden, sich durch die Gottesmutter mit Jesus Christus erfüllen zu lassen. Und deshalb während der ersten Woche geht es um Selbsterkenntnis. Der zweiten Woche geht es um die Erkenntnis der Stellung Mariens im Heilsplan Gottes. Und in der dritten Woche geht es um die Erkenntnis Jesu Christi selbst, das eigentlich das Ziel der Marienweihe ist. Also, wir müssen natürlich uns jetzt verkürzt auf diese Vorbereitung einlassen. Sie können ja jederzeit das auch für sich weitermachen, denn diese Vorbereitung, das haben Sie am Inhalt gehört, gerade auch dieses Freimachen vom Geist der Welt, diese Selbsterkenntnis, ist schon eine Sache, die uns sein Leben lang begleitete. Es ist immer wieder ein neues Vollziehen. Und so möchte ich jetzt die ersten 3 Tage benutzen, um einfach mal auf uns selbst zu schauen. Wenn ich mich ganz Christus hingebe, was gebe ich ihm denn? Was kann da alles hinderlich sein? Was gehört da alles dazu? Und so spreche ich jetzt in den ersten 2 Vorträgen einmal über die Annahme seiner selbst. Und da geht es um verschiedene Bereiche, wo wir merken, wie wir am Geist der Welt hängen, wie Grignion sagt, nicht?
und deshalb uns sehen, wie die Welt uns sieht und deshalb uns oft nicht annehmen können und so weiter. Ich möchte Sie einfach einladen, gehen Sie mit und versuchen Sie einfach in sich hineinzuhören. Und Sie haben ja die Möglichkeit, an jedem Tag hinten im Goldenen Buch sind verschiedene Gebete zu Christus, zu Maria, wo Sie einfach jeden Tag etwas auswählen. Und ich würde Ihnen raten, jetzt am Anfang mal dieses Schreiben oder diesen Brief des Heiligen Gremium Maria über die wahre Hingabe an Maria, vielleicht das zu betrachten. Also einfach so weit Sie kommen, nicht jetzt unbedingt alles muss durchgehen, dass Sie können das immer wieder mal lesen. Und dann vielleicht auch diese vollkommene Weihe an Jesus Christus, also das Wesen der Weihe, was Gremio darüber schreibt, das ist in der neuen Ausgabe 213. Und dann nach diesen drei Tagen wollen wir dann auf die Stellung Mariens im Heilsplan Gottes schauen und dann diese Marienweihe, wie sie Gremio erklärt, möchte ich mit Ihnen dann durchgehen. Nun schauen wir einmal auf uns selbst. Es geht um die Annahme seiner selbst. Jesus nennt in der Bergpredigt als erstes selig die Armen im Geiste. Ihrer ist das Himmelreich. Im Griechischen ist es ein Dativus Causativum. Das heißt, der Heilige Geist ist die Ursache meiner Armut. Das heißt, er wird mich je nach Notwendigkeit einmal in die geistige Armut hineinführen. Also vielleicht habe ich Misserfolg oder wird angegriffen, wird in Frage gestellt, wird verleumdet oder irgendwelche Lieblose. Das ist eine geistige Armut. Ja. Also wenn das notwendig ist, wenn der Stolz zu stark ist, kann sein, der Geist führt mich in diese geistige Armut hinein oder in die geistliche Armut, dass ich einfach beim Gebet meine Armut erlebe, das einfach zulasse und aushalte. Oder er führt mich auch mal in die materielle Armut hinein, in irgendeiner Weise. Also selig die, die der Geist in die jeweilige Armut einführt. So müsste man es eigentlich übersetzen. Und es ist wichtig, gerade auch bei der Annahme seiner selbst mal zu hören, in welche Weise, welche Form der Armut führt der Geist mich eigentlich hinein. Vielleicht im Lauf meines Lebens, weil ich ja ein roter Faden erkenntlich. Vielleicht sind es auch bestimmte Stationen, nicht, wo es einmal um diese oder jene geistige Armut geht, in die der Geist mich führt. Einfach damit ich Ja sagen kann. Es geht um Selbstannahme. Nun, diese Armut im Geiste ist eigentlich eine Bereitschaft, sich selbst so, wie man ist, zu akzeptieren. Also je nachdem, welche geistige oder Armut ich erlebe, dass ich das annehme. Diese Begrenztheit, sagen wir es doch, Armut. Hier geht es um diese Selbstannahme. Und Gott ist mein Schöpfer. Und dieser Gott, er liebt mich so, wie ich wirklich bin. Dann wissen Sie, kann ich nicht sagen, ich liebe einen Menschen, wenn ich dem vorschreibe, du musst so und so sein, damit ich dich lieben kann. Sehen Sie, wenn ich einen liebe, dann will er geliebt werden, so wie er ist. Und dann kann er sich unter dieser Liebe, kann er sich entwickeln, jeder Mensch. Also Armut im Geist, im Sinn dieser biblischen Aussage, ist die Bereitschaft, sich mit Gott und deshalb auch mit mir selbst zu versöhnen. Die Bereitschaft, mich mit Gott, also auch meine Sünden zugeben, geistige Armut, nicht? Geistliche Armut, meine Sünden zugeben, aber auch mich versöhnen mit mir selber. Das vergessen wir oft. Versöhnen mit anderen, das ist uns schon einleuchtend, aber mit sich selber. Wenn Sie mal fragen, das ist Geist der Welt, der Egoismus und so, sich bestätigen, festhalten. Nein,
feststellen, ich habe Fehler gemacht, ich habe Grenzen erlebt. Versöhnen mit sich selbst vergeben, ja, was man falsch gemacht hat, wo man sich blamiert hat vielleicht, wie auch immer. Und zwar versöhnen mit meiner tatsächlichen Wirklichkeit, die ich an mir erlebe. Also Armut im Geist ist dazu notwendig. Und zwar, weil diese Wirklichkeit meiner selbst, der ich bin, äußerlich, innerlich, ganz gleich, charakterlich, körperlich, geistig, weil diese Wirklichkeit meiner selbst eine Menge von negativen Seiten enthält. Wenn Sie, wir alle haben, wenn Sie mal ehrlich sind, große Schwierigkeiten, uns gerade wegen unserer Schattenseiten, den Schattenseiten unseres Daseins wirklich zu akzeptieren, anzunehmen. Das kennt jeder. Und wir müssen uns klar sein, Gott selbst in Jesus Christus hat das nicht nur einmal getan, sondern jeden Tag tut er es aufs Neue. Er nimmt mich an mit meinen Schattenseiten. Und deshalb habe auch ich kein Recht, mich nicht anzunehmen. Nun, diese Annahme meiner selbst, also diese Liebe zu mir selbst, die Bejahung meiner selbst, so wie ich bin, und zwar trotz meiner Schattenseiten, das ist ein Teilaspekt des größten Gebotes, des Gebotes der Liebe. Und darin vollendet sich nämlich unser Glaubensleben, in diesem Hauptgebot. Denn Gott über alles zu lieben, den Nächsten wie sich selbst. Das überhören wir oft, den Nächsten wie sich selbst. Und Sie werden merken, dass da ein ganz großer Zusammenhang ist. In dem Maß, wie ich mir selber vergeben kann, kann ich es auch dem anderen. Wenn Sie sehr oft ist es, dass ich im anderen das bekämpfe, was ich bei mir selber nicht vergeben kann. Merken Sie genau den Zusammenhang. Und nun zur Annahme seiner selbst. Das geistliche Leben, neben allem anderen, was es natürlich auch ist, das geistliche Leben ist zuerst einmal eine Bekehrung zur Liebe. Und zwar zur Liebe zu Gott hin, zur Liebe zum Nächsten hin, aber auch eine ständige Bekehrung zur Liebe zu sich selbst hin. Und diese drei Dimensionen sind Dimensionen ein und derselben Sache. Sie werden merken, wenn ich das eine nicht kann oder nicht machen oder nicht möchte, werde ich es auch bei den anderen beiden kaum können. Die christliche Liebe ist immer zugleich Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten und Liebe zu mir selbst. Immer. Und viele unserer Schwierigkeiten, die wir in unseren, wie ich schon vorher sagte, in unseren Beziehungen zum Nächsten haben, sind im Grunde Auseinandersetzungen, die wir mit uns selber führen. Probieren Sie mal heute, das zu bedenken. Suchen Sie mal, sich in bestimmte Situationen hineinzudenken, wo Sie das spüren. Viele unserer Schwierigkeiten, die wir in der Beziehung zum Nächsten haben, stellen Sie mal alle Ihre Mitarbeiter vor und alle, mit denen Sie in der Familie zusammenleben. Nicht? Sind im Grunde Auseinandersetzungen, die wir mit uns selber führen. Das wäre eine ganz wichtige Erkenntnis. Nicht selten können wir den Nächsten genau wegen der Dinge nicht lieben, die uns bei uns selbst auch nicht liebenswert erscheinen. Was wir in uns selbst bekämpfen oder was wir sogar in uns selbst hassen, das Hassen und Bekämpfen wir auch, und zwar in derselben lieblosen Weise im anderen. Wenn es uns in diesen Menschen, Mitmenschen begegnet. Und deshalb, wenn sich jemand selber nicht mag,
dann kann er natürlich auch jemand anders nicht mögen. Sie merken, dass solche Leute, vor allem wenn sie mal älter werden, alles immer auf andere abschieben. An allem herumkritteln, an jedem. Nur nicht an sich selber. Und das ist ein Leiden, wissen Sie. Nun, geistliches Leben, also Leben aus dem Glauben, muss diese ständige Bekehrung der Liebe zu sich selbst immer wieder neu betreiben. Und in dieser ständigen Bekehrung, da gibt es verschiedene Phasen. Einmal die Bekehrung zur Annahme seiner selbst. Das beginnt jeweils in einer bestimmten Lebensphase damit, dass ich der Versuchung zur Flucht vor mir selbst widerstehe. Bekehrung zur Annahme seiner selbst beginnt in einer bestimmten Lebensphase damit, dass ich der Versuchung zur Flucht vor mir selbst widerstehe. Ich kann mich nicht ertragen oder ich kann mich nicht bejahen in manchen Dingen. Und dann kommt eine Flucht. Ich fliehe vor mir selber. Es ist nicht allzu schwer zu erkennen, dass man sich auf der Flucht befindet. Das kann man sehr wohl erkennen. Diese Flucht ist nämlich zugleich eine Flucht vor Gott. Und eine Flucht, wie gesagt, vor sich selbst. Diese Flucht ist am leichtesten wahrnehmbar in der Flucht vor Gott. Da wissen Sie, wenn ich Gott begegnen will und begegne, dem Gott, der mich liebt, so wie ich bin, und ich kann mich selbst nicht annehmen, da kann ich nicht glauben, dass er mich liebt. Also fliehe ich vor ihm, fliehe ich vor dem Gebet und so weiter, damit ich mich nicht erkennen muss. Und diese Flucht, wie gesagt, vor Gott, und man heißt eigentlich vor allem, was Gott heißt. Also zum Beispiel im christlichen Sinn bedeutet es vor allem Gebet. Also dieses Hören und nicht reden. Also ich gehe im Gebet zu diesem Gott der Offenbarung, also zu Jesus Christus, der mir in der Heiligen Schrift als der lebendige Herr begegnet und zu mir sprechen will. Schauen Sie, und hier erkenne ich mich auf der Flucht vor diesem Hören, indem ich das Wort Gottes nicht mehr betrachte. Denn im Wort Gottes werde ich aufgedeckt. Das Wort Gottes sagt einiges, wo ich wie in einem Spiegel mich selbst erkenne. Also ich fliehe vor Gott, ich fliehe vor dem Wort Gottes. Aber auch im Gebet ist das so. Wissen Sie, dass wir dann im Gebet einfach vor Gott einiges beten, Gebete beten? Aber wir lassen keine Pause, wir wollen nicht hören, was Gott uns eventuell etwas sagt oder etwas erkennen lässt im Beten. So, wir beten einfach und dann gehen wir. Also so, dass Gott nicht zu Wort kommt. Alles Flucht vor Gott. Also ich fliehe vor allem, was mit der Begegnung mit Gott zu tun hat. Das kann auch ein Gottesdienst sein. Oder überhaupt eben dieser Widerwille zuzuhören auf das Wort Gottes hin. Weil das ist ja wie ein Spiegel meines Lebens. Nun, auf der anderen Seite haben wir die Flucht vor mir selbst. Es ist die Flucht davor, mich selbst anzuschauen. Also die Flucht in die Zerstreuung. Die kennen Sie ja. Jeder rennt so mit so Stöpsel im Ohr in der Gegend rum. Da muss immer etwas schallen und sausen, damit ich ja nicht über mich selbst nachdenken muss. Also es ist die Flucht von mir selber, ist die Flucht in die Zerstreuung, ist die Flucht vor der Stille.
Es ist immer interessant, wenn wir diese Heilungsexerzisen, die ja 9 Tage gehen, dann beginnen und sagen, so, und jetzt ist 9 Tage Schweigen, dass manche im Moment Luft holen müssen und sich nicht vorstellen können, dass sowas möglich ist. Und es ist immer interessant, wenn sie es durchgehalten haben, dass sie eine vollkommen neue Erfahrung gemacht haben. Aber wo sie selber spüren, ich bin bis jetzt vor der Stille geflohen. Weil in der Stille kommt ja das Unbewusste herauf. Da kommt ja das herauf, was in mir gärt. Dieser Widerstand auch gegen mich selbst. Was mir nicht gefällt an mir. Es ist also diese Flucht vor sich selbst, ist auch eine Flucht vor dem Alleinsein. Das merken Sie jetzt auch in dieser Zeit, in der wir gerade sind, wo doch viele Menschen gezwungen werden, allein zu sein, dieser Epidemie. Und manche, die halten das nicht so sehr raus oder tun es schwer aus. Aber vielleicht wäre es eine Zeit, einmal dieses Alleinsein zu benutzen, positiv, mal hinzuhören. Ja? Was willst du mir sagen? Lass mich im Spiegel deiner unendlichen Liebe erkennen, ja, um in eine Freiheit zu kommen. Also Flucht vor allen Gelegenheiten, in denen ich etwas von mir selbst erfahre. Das ist Flucht vor sich selbst. Und das ist vor allem Flucht vor der Gemeinschaft. Also Flucht vor Begegnung mit Menschen, weil ich in der Begegnung mit Menschen mich selbst erkennen muss. Denn in der Art, wie der eine und andere reagiert, kommt in mir einiges hoch. Also etwas, was in mir ist, was zu meiner Selbsterkenntnis führt. Also das sind Formen der Flucht vor sich selbst. Oder denken wir auch an die Flucht zum Beispiel vor kritischen Bemerkungen über uns selbst, vielleicht durch eine Gruppe von Menschen oder ein Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Diese Angst vor deren Kritik. Das ist auch eine Form von Flucht vor sich selbst. Und beides geht ja in der Regel Hand in Hand. Die Flucht in die Zerstreuung und die Flucht vor der Selbsterkenntnis. Nun, in Jesus Christus und in seinem Wort ist mir eine Menge von Wahrheiten über mich selbst gesagt. In Jesus Christus und in seinem Wort. Eine Menge von Wahrheiten über mich selbst. Und deshalb, wenn ich vor der Wirklichkeit meiner selbst flüchte, dann ist es auch klar, dass ich mich auf der Flucht befinde vor dem Wort der Wahrheit, der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes. Dieses Wort der Wahrheit wird für mich nämlich sehr konkret, wenn ich mich selber in diesem Wort anschaue. Nun, gleichsam in diesem Wort mich wie in einem Spiegel anschaue, ist nicht immer ganz leicht. Da ist die Flucht sehr verständlich, aber nicht hilfreich. Und so kann eine Betroffenheit geschehen, wenn ich wirklich es riskiere. Wissen Sie, dass das Wort Gottes mir etwas aufdeckt, aber das Wort Gottes will mich ja nicht niederdrücken, es will mich befreien. Denn die Dinge, die ich an mir nicht bejahen kann, sind wie Sklavenketten, die mich nach unten ziehen, aber mich nicht in die Freiheit entlassen. Und deshalb ist das Wort Gottes wie ein Spiegel, in dem ich mich anschaue. Und wenn ich es riskiere, dann kann es zu einer tiefen Betroffenheit führen, wo ich wirklich das Ja sagen kann, ja, so bin ich. Und so darf ich sein, denn ich bin so von Gott geliebt. Das ist eigentlich ganz wichtig. Bei den Menschen kann man das nicht immer sagen. Die sagen zwar manchmal, ich liebe dich, aber wenn sie dann
so manche Grenzen und Charakterseiten von mir entdecken, Chef, plötzlich aus mit der Liebe. Dann ist es nur noch Aszese. Also gleichsam in diesem Wort mich im Spiegel anschauen, befreien lassen. Nehme ich aber keine Kenntnis von mir selbst, kommt es auch zu keiner Konkretisierung des Wortes Gottes. Dann werde ich das Wort Gottes lesen wie ein Zeitungsartikel. Ich lasse es nicht an mich heran. Und so beten viele das Vaterunser 150 Mal, aber sie lassen das, was sie da beten, nicht an sich heran. Dein Wille geschehe. Vergib uns, wie wir vergeben. Verstehen Sie? Dann wird einfach das runtergebetet, aber ich lasse es nicht an mich heran. Dann kann ich nicht zu diesem Geschenk der Freiheit kommen, nämlich mich selbst annehmen zu können. Es ist also eine Flucht vor Gott, vor dem offenbarenden Gott. Also Flucht vor der Wahrheit über mich selbst. Flucht vor der Wahrheit über mich selbst. So wie sie eigentlich im Evangelium uns auf jeder Seite bald begegnet. Diese Wahrheit, die uns zur Freiheit führen will. Und zugleich ist es aber immer nicht bloß Flucht vor Gott, sondern immer auch Flucht vor mir selbst, vor der Wahrnehmung meiner selbst. In all den Gelegenheiten, wo sich Selbsterkenntnis ereignen kann, nicht, dass ich mich davor drücke. Nun, unsere großen Schwierigkeiten im Gebet und auch mit dem Gebet überhaupt haben irgendwo ihre Wurzeln hier. Unsere großen Schwierigkeiten im Gebet und mit dem Gebet. Zum Beispiel die Schwierigkeit mit der Stille im Gebet, die Schwierigkeit mit Schweigeexerzitien. Oder auch Schwierigkeiten in der kritischen Selbstbetrachtung oder Schwierigkeiten in der täglichen Gewissenserforschung. Wann haben Sie denn die letzte gemacht? Schwierigkeiten auch im Sakrament der Buße, wo ich ja meine Begrenztheit, meine Sündhaftigkeit benenne vor Gott. Aber auch Schwierigkeiten zum Beispiel mit der Fastenzeit, mit irgendwelchen Bußgottesdiensten, die eigentlich mich in diese volle Wahrheit einführen wollen, nämlich in diese Wahrheit, wer bin ich? Denn wenn ich mich ja in der Tauferneuerung, in der Ganzhingabe an Christus ihm geben will, ja, dann muss ich ja wissen, was ich ihm gebe. Ich kann ihm ja nicht nur die Seiten geben, die mir gefallen und die anderen nicht. Das ist keine Ganzhingabe. Nicht darum ist es so wichtig, um das zu vollziehen. Muss ich zuerst einmal das volle Ja zu mir selber sagen, dass ich mich ganz mit all meinen Flöhen dem Herrn übergebe. Wenn wir uns also auf dieser Flucht entdecken, vor Gott und vor uns selber, dann erkennen wir, dass wir nicht scharf sind, die Wahrheit über uns selbst erfahren zu wollen. Dass wir uns eigentlich vor dieser Wahrheit drücken. Die Ursache für diese Angst, also vor der Wahrheit über sich selbst, diese Ursache ist darin zu suchen, dass wir in vielen Dingen nicht so sind, wie wir sein möchten. Warum wir anders sein möchten, ist eine andere Frage. Warum wollen Sie anders sein? Haben Sie das auch schon mal überlegt? Jeder von uns hat so seinen bestimmten Stil von sich selbst. Den hat er schon vielleicht in frühen Zeiten seines Lebens entworfen. Den Stil von sich selbst. Wie will ich sein vor den Leuten? Das geht manchmal bis in die Jugendzeit hinein. Nun, wozu natürlich auch, muss man schon dazu sagen, auch die Umwelt
sehr herzhaft mitgeholfen hat durch ihre Billigung oder Missbilligung, dass sie mich abgelehnt haben oder anerkannt haben. Und damit ist natürlich das, was bei mir begrenzt ist, noch stärker mir so ins Fleisch gegangen, sodass ich das nicht akzeptieren will. Also da hat schon die Umwelt auch was mit verschuldet, dass wir uns manchmal auf der Flucht befinden vor der Selbsterkenntnis. Und diese Nichtannahme seiner selbst kann mit einfachsten Dingen beginnen. Ja. Zum Beispiel mit meiner Körpergröße. Das kann für manchen schon ein Problem sein. Zu groß, zu klein. Nicht? Oder dass ich hübsch bin oder weniger hübsch. Oder dass ich schlank bin oder eben nicht so schlank. Sogar meine Schuhgröße kann hier mitspielen. Also ich sage mal einfach so ganz praktische Dinge. Selbst diese Dinge können bereits Gründe sein für meine Nichtannahme. Und dieser Überdruss an mir selbst, also diese Unzufriedenheit mit mir selbst, kann bei all diesen Dingen, bei diesen kleinen äußeren Dingen schon ansetzen. Und dann gibt es natürlich die viel subtileren Dinge, zum Beispiel mein Temperament. Vielleicht haben Sie ein Temperament, das so mit dem Kopf auf die Wand geht, oder ein Temperament, das alles so lässig nimmt, oder ein Temperament, so komme ich heute, komme ich morgen, das, was natürlich anderen Leuten unheimlich zu schaffen macht. Und dann kommt Ablehnung wegen meines Temperaments. Und dann tue ich mir wieder schwer mit der Annahme meines Temperaments. Und überlege gar nicht, was hat es für einen Wert. Das Positive meines Temperaments. Und das entsprechend auch in diese Richtung zu leiten. Oder was natürlich auch sehr subtil ist, die begrenzte Begabung. Sie möchten das und das werden, aber Ihre Begabung reicht nicht dazu. Sind Sie nur anzunehmen, Herr, du hast was anderes mit mir vor. Du hast etwas Positives mit mir vor. Nicht das, was ich jetzt gerne hätte, sondern etwas anderes. Und wenn ich das annehmen kann, dann kann ich auch glücklich werden. Aber auch das sind Dinge, die mir es zu schaffen machen können. Begrenzte Begabung oder mein Beruf. Ich hätte so gerne einen anderen Beruf gehabt. Hatte keine Möglichkeit. Aber ich muss ihn faktisch jetzt ausüben. Ich kann nicht aus ihm fliehen. Was mache ich daraus? Oder sogar die Nationalität kann eine große Rolle spielen. Es ist nicht nur zwischen Bayern und Preußen, das, selbst das kann normal sein. Aber Sie wissen ja selber, wie problematisch es im Moment ist. Ja? Dass sich mancher, der auch vom Ausland bei uns ist, sich nicht wohlfühlt. Wegen seiner Nationalität oder sogar nicht einmal sich sicher fühlt. Also Sie merken, das ist so vieles, das so unterschwellig in uns ist. Das Ganze kann sich dann noch verschärfen durch Dinge, die aus der Umwelt als Unzulänglichkeiten gelten. In der Umwelt, bei den Mitmenschen. Zum Beispiel Schäden der Gesundheit. Ja, aufgrund dessen kann man sich da und da nicht brauchen, fertig. Ja? Oder psychische Grenzfälle. Naja, der war in der Psychiatrie. Sei vorsichtig. Nein, das sind so Dinge. Oder bestimmte Organdefekte. Sie haben, sehen schlecht, sie hören schlecht. Oder andere Organe, die sie hindern, bestimmte Dinge zu tun. Dann vielleicht auch eine diskriminierende Herkunft.
aus einer Familie, nicht die so im schlechten Ruf steht und so weiter. Mangelnde Intelligenz, Misserfolge in meinem Beruf, geistigen, schlechte Gewohnheiten, die ich nicht mehr loswerde. Also Sie merken, ich wollte Ihnen bloß mal ein paar Hinweise geben, dass Sie merken, stopp mal, kann ich das alles integrieren? Darf ich das so in meinem Leben sein? Darf es so sein? Kann ich es ja sagen dazu? Nicht, dass ich einverstanden bin mit meinen Fehlern und ich bemühe mich drum, aber ich sage trotzdem ja mit meiner Begrenztheit. Dann kann ich mich auch ganz Christus hingeben. Ja. Nun, vielleicht am allerchristlichsten wird diese Annahme seiner selbst im sittlichen Bereich, wo ich anders sein sollte, auch anders sein möchte und es nicht bin. Ich möchte liebevoll sein, damit ich auch angenommen bin. Ja, das ist manchmal auch noch etwas Egoistisches. Ich möchte nett sein und dann reagiere ich wieder wie ein Vesuv, der einen Ausbruch macht, dass alle enttäuscht sind an mir und brauche wieder so und so lange, um das Vertrauen der Menschen zu bekommen. Zum Beispiel. Ja? Selbstannahme im sittlichen Bereich, wo ich anders sein möchte, aber es nicht bin. Also, wo ich praktisch frei bin und trotzdem nicht gut bin. Ich habe die Freiheit. Aber ich spüre Neigungen in mir, mit denen ich nicht fertig bringe. Trotz meiner Freiheit. Nämlich das zu tun, was ich nicht will und das, was ich will, nicht zu tun, wie es Paulus ausdrückt. Also, wo ich mich biblisch gesprochen als Sünder erfahre, als fehlbarer Mensch. Nun, wenn wir diese Dinge anschauen, dann könnte man sie so vielleicht ungefähr zusammenfassen. Die Annahme meiner selbst fällt mir so schwer, weil ich nicht in der Lage bin, meine Endlichkeit, meine Begrenztheit zu akzeptieren. Also meine Geschöpflichkeit, meine Endlichkeit und meine Begrenztheit. Denn uns drängt etwas zum Unendlichen, Vollkommenen. Es geht um diese Endlichkeit und Begrenztheit. Wissen Sie, wir haben einen gewissen Überdruss an dieser Zufälligkeit, dass wir zufällig so sind und nicht anders. Überdruss, ja, an diesem, ja, festgelegt sein, so sein zu müssen, wie ich bin, und nichts mehr ändern zu können. Aber auch Überdruss an diesem Abhängigsein unseres ganzen geschöpflichen Daseins. Als Geschöpf bin ich abhängig. Ich bin abhängig von Gott, ganz klar. Ich bin aber auch abhängig von anderen Menschen. Ich kann nicht allein existieren. Ja. Also ein Überdruss von dieser Zufälligkeit, dass ich so bin, dass ich festgelegt bin, ich bin mal so. Ja. Ich habe keine Chance, ein neues Leben mit Anderssein zu beginnen. Ja. Es ist auch der Überdruss darüber, dass wir jetzt so sein müssen, ohne dass wir gefragt worden sind. Und ohne dass wir noch viel daran ändern können. Und dieser Überdruss, der weist in eine ganz bestimmte Richtung. Im ersten Buch der Heiligen Schrift, der Genesis, da lesen wir, dass der Mensch sein wollte wie Gott. In uns ist also eine Tendenz, so zu sein wie Gott. Das ist immer noch in uns, die Tendenz. Der Überdruss, mit uns selbst
hat etwas zu tun mit unserer Geschöpflichkeit, dass wir nicht gut sind. Vollkommen. Und all diese Begrenzungen an Schönheit, an Intelligenz und so weiter, all diese Begrenzungen bedeuten für uns Mangel. Das sind Mangelwesen. Wir sind in verschiedenster Richtung eben Mängelwesen. Wir haben also Schwierigkeiten mit der eigenen Begrenztheit als Geschöpfe, mit der eigenen Endlichkeit. Einfach mal das zulassen. Einfach mal diesen Tag ein bisschen zur Ruhe kommen, eventuell. Zeiten dazwischen haben. Mal das zulassen. Auch mal merken, wo ich heute überall anstoße, mit meiner Begrenztheit und Endlichkeit. Und wie es mir schwerfällt, das zu bejahen. Also die Bekehrung heißt Annahme, Zustimmung, einverstanden sein mit der eigenen Endlichkeit. Heißt Verzicht auf Hader. Sei es Hader mit Gott, der mich so geschaffen hat. Sei es aber auch Hader mit sich selbst. Hader in dem Sinn, dass ich nicht der bin oder jener bin, sondern genau dieser Mensch und kein anderer. Und zwar, nur so genau sagen, und zwar festgelegt, einmalig. Und dann noch von Gott so gewollt. Also ohne Macht, ohne Recht, jemand anders zu sein. Ohne Macht und ohne Recht, jemand anders zu sein. Auch ohne Recht zum Vorwurf und zur Aufsässigkeit gegen Gott im Sinn, warum muss ich gerade so sein? Es geht hier auch um den grundsätzlichen Verzicht auf jede Eigenmächtigkeit im Gebrauch meiner Freiheit. Grundsätzlicher Verzicht auf jede Eigenmächtigkeit im Gebrauch meiner Freiheit. Ich kann nicht einfach tun, was ich will. Dann merken Sie, wenn ich nicht glauben kann, dass Gottes Liebe mich so gewollt hat und dass das für mein Heil das Beste ist, das einzig Richtige, werde ich mir sehr schwer tun zu dieser Annahme meiner selbst, an der ich nichts ändern kann. Aber von dieser Liebe her, so geliebt zu sein, und dass das sogar für mich das Beste ist, denn die Liebe wird nichts anderes wollen. Das kann mir die Kraft zu diesem Jahr geben. Und dann heißt es weiter, Umkehr in den uneingeschränkten Gehorsam gegenüber dem Willen meines Schöpfers. Herr Benja, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also unsere Freiheit hat eine Grenze. Kann nicht tun, was ich will. Sondern ich habe im Gehorsam zu meinem Schöpfer zu leben, nach den Gesetzen, die er in mich hineingelegt hat. Auch seine Geboten. Einfach all das, was mir zum Heil sein soll. Aber kann ich es so glauben, dass all das, was mich so eingrenzt, selbst in meiner Freiheit, dass das mir zum Heile ist? Schauen Sie, drum ist das Gott über alles Leben das Erste. Und ich kann das nur, wenn ich mich von ihm geliebt erfahre, immer mehr. Und das geschieht im Gebet. Da erfahre ich dann immer mehr. Oder dass ich in seinem Willen versuche zu leben, dann erfahre ich immer mehr, dass es hier um eine ganz große Liebe geht. Zu mir. Dann, wenn Sie, man kann es auch so sagen, das alles, was wir jetzt so genannt haben, ist die erste Demütigung. Vor dieser Demütigung fliehen wir. Und dabei sind wir auf der Flucht vor Gott
und auf der Flucht vor uns selbst. Und diese Konfrontation mit unserer Endlichkeit, mit unserer Begrenztheit, ist aber nur deshalb eine Demütigung für uns, weil wir nicht sein wollen, was wir sind. Und diese Demütigung besteht eigentlich in nichts anderem als darin, dass wir der Wahrheit über uns selbst die Ehre geben. Dass wir wahr sein lassen, was wahr ist. Und das entspricht den Forderungen des Evangeliums nach dem Kindsein vor Gott, nach dem Armsein, nach dem Einverstandensein mit unserer Abhängigkeit, mit unserer Unzulänglichkeit, mit unserer Nichtigkeit. Diese Zustimmung. Denn so bin ich geliebt. Und so kann Gott durch mich handeln. Nur so. Ich glaube, Sie merken, wenn wir so ein bisschen so einzelne Felder ein bisschen antippen, was alles noch in uns ja, zu reparieren ist, was nur einzusammeln ist, um auch mit dieser Schwachheit, mit dieser Begrenztheit, mich Gott ganz zu übergeben. Ich muss nicht zuerst alles, wie soll ich sagen, ins Lot gebracht haben, sondern so, wie ich mich erkenne, wenn ich das bejahe, und dann kann ich mich so, wie ich mich erkenne, Gott total übergeben. Und das ist die Tauferneuerung. Aber diese Grenzen, das werden Sie merken, werden halt immer dauernd spürbar werden, was diese ganze Hingabe an Christus angeht. Wir kommen immer wieder an diese Grenze, nicht? Und nehmen wieder ein Stück der ganzen Hingabe zurück, indem wir an diesen Grenzen leiden oder sie mal nicht annehmen können. Und darum braucht es die ganze Hingabe an Maria, die das ergänzt, was wir nicht vermögen. Das ist ihre eigentliche Aufgabe als Mutter der Kirche. Nun, manchmal habe ich schon vermutet, dass hinter der Flucht des Menschen vor der Wirklichkeit seiner selbst nicht so sehr seine Selbstherrlichkeit steht, also dieses Sein wollen wie Gott, sondern dass da eher die Angst dahinter steht. Die Angst vor dem, was man sieht bei sich selber. Wenn man sich selber nämlich auch richtig anschaut. Also die Angst vor mir selber, wie ich bin, wo man doch so heilig sein will, so vollkommen. Angst vor allen Aspekten der eigenen Hinfälligkeit. Angst vor der ganzen Endlichkeit. Die Erfahrung zeigt, dass diese Fluchtbewegung auch dann anhält, wenn einer weiß, und zwar aus dem Glauben weiß, dass er im Grunde keine Angst zu haben braucht um sein Leben. Weil ja Gott, der die Macht hat, wirklich aus jeder Bedrohung zu erretten, uns bedingungslos liebt. Wir hätten keinen Grund zur Angst. Deshalb Romano Guardini, der scheint recht zu haben, wenn er meint, dass die Angst, die unser Dasein so durchdringt und unser Lebensgefühl bestimmt, dass die Angst eher eine Folge ist, aber nicht eine Ursache. Eine Folge, nämlich unserer Flucht vor der Wahrheit über uns selbst. Eine Folge unserer Flucht vor der Unterwerfung unter Gott. Die Angst, eine Flucht vor der Ganzhingabe. Kennt jeder, wenn es um die ganze Hingabe geht, ja, was macht Gott dann mit mir? Flucht oder Angst vor der Konsequenz dieser ganzen Hingabe, dieses vor Gott sich ganz zu überliefern. Und damit eigentlich eine Folge unserer Flucht vor Gott wieder. Vor dem Leben unter der Herrschaft Gottes. Angst davor.
Was geschieht dann? Was macht Gott mit mir? Dass unsere Existenz oft den Charakter der Angst hat, das ist nicht das Erste, sondern eigentlich das Zweite. Denn die Endlichkeit, die sich hier ängstigt, ist an ihrer Angst selber schuldig. Die Endlichkeit, die sich daran ängstigt, ist für die Angst selber schuldig. Es ist die empörte Endlichkeit, die durch ihre Empörung, ja, man kann sagen, in das Preisgegebensein sich hineinbegeben hat. Also dieses Nicht-Annehmen meiner Begrenztheit und Endlichkeit, ich empöre mich dagegen. Und daraus kommt dann die Angst, nicht so zu sein, wie man es will. Die Angst also kam erst, als der Mensch sich empörte, darüber endlich zu sein. Und deshalb, er wollte nicht nur Ebenbild Gottes sein, der Mensch, Ebenbild Gottes, sondern er wollte Urbild Gottes sein. Das heißt, unendlich, absolut wollte er sein. Und dieser Mensch blieb trotzdem ängstlich, aber er verlor den Zusammenhang mit seinem Ursprung, mit Gott. Und damit verkehrte sich die Zuversicht des Lebens in Stolz. Er verlor den Zusammenhang mit dem Ursprung, aus dem ich komme, das ist die Liebe Gottes. Der ich mich wunderbar ausliefern kann, so wie ich bin, befreit ihm, sie mich an ihn zu verschenken. Und da der Mensch diesen Zusammenhang verloren hat, er wollte sein wie Gott, also hängt er in der Luft und sein wollen wie Gott und er ist es nicht, das ist furchtbar enttäuschend. Dass ich trotzdem merke, ich bin halt ein begrenzter Mensch und sonst nichts. Also es ist diese Überheblichkeit und so kann man sagen, der Mut, ich will sein wie Gott, ja, dieser Mut verkehrt sich plötzlich in Furcht, ich bin es nicht. Und die Wirklichkeit, die vorher als eine Kostbarkeit mit Gott erlebt wurde, diese Wirklichkeit, ich bin Kind Gottes, ich bin abhängig von ihm, ich bin geliebt von ihm, so wie ich bin, ich kann in Freiheit, so in dieser Liebe, gleichsam schwimmen, auf Deutsch gesagt, glücklich, ja, er sorgt für mich. Diese Wirklichkeit, die eine Kostbarkeit mit Gott erlebt wurde, ist plötzlich zur Fragwürdigkeit des Stolzen geworden. Ja. Und die vielen unberechenbaren Möglichkeiten, die er sich vorgestellt hat, wenn er ist wie Gott, das wurde alles zur Ortlosigkeit. Das heißt, er hat kein Fundament mehr unter den Füßen gehabt. Er hing in der Luft, hat sich abgenabelt von Gott, von dieser Quelle der Liebe. Und jetzt steht er allein da mit seiner Begrenztheit. Und dann, wie schließlich dann die Gottesleugnung diese Endlichkeit zur Leere werden ließ. Gottes Leugnung, nicht? Wo plötzlich das Endliche zur Leere wird. Das ist das, wenn Sie wohl sagen, geworfen ins Nichts. Ich bin ein endliches Wesen, ich bin Gott nicht. Was hat mein Leben für einen Sinn? Ist ein Leben zum Tod. Was soll das? Nicht? Also die Gottleugnung ließ diese Endlichkeit, dieses Erfahren der Endlichkeit und nicht, wie Gott unendlich zu sein, zur Leere werden, Sinnlosigkeit. Wer in so einem Verhältnis steht, der hat Anlass zur Angst. Angst vor allem. Alles ist Zufall. Alles ist nicht berechenbar. Aber nicht deshalb, weil die Angst zum Wesen der Endlichkeit gehört, sondern weil er sich für das sinnlose Dasein
dieser nackten Endlichkeit, also der Endlichkeit ohne Gott entschieden hat. Und das ist das, was wir, glaube ich, in unserer Umgebung heute sehr wohl entdecken. Der gottlose Mensch, der Gott vergessen hat, nicht? Er lebt selbstständig, als ob er unabhängig wäre wie Gott. Aber er lebt seine Endlichkeit, seine Begrenztheit, dieses Leben auf den Tod hin und hat Angst. Also die Bekehrung zur Annahme seiner selbst besteht in dieser ersten Phase darin, dass man umkehrt aus der Flucht vor Gott, umkehrt vor der Wirklichkeit seiner selbst und dass man sich den Bestimmungen seines Daseins unterwirft und damit sich Gott unterwirft, der mich so sein lässt und mich so will und nicht anders. Denn sonst würde ich überhaupt nicht sein, entweder so oder gar nicht. Und diese erste Phase ist sicher ein lebenslanger Prozess. Aber dieser Prozess kehrt vor allem zum Beispiel nach schwerer Krankheit wieder, wo wieder neue Begrenztheiten erlebt sind. Wenn also Lebensbedingungen sich verändert haben, wird dieser Prozess wieder vollziehbar sein. Oder auch, wenn ich älter werde. Das sind immer so Momente, wo dieser Prozess wieder vollzogen werden muss. Also diese neue Bejahung dessen, was jetzt wieder als Begrenzung in mein Leben hineingekommen ist. Und dieser Prozess fängt also immer wieder neu an. Und wenn sich bestimmte Dinge in meinem Leben ändern, dann muss ich auch immer wieder neu zu einem neuen Ja finden. Und das wäre einmal so dieser erste Teil, diese Selbstannahme. Und zu merken, wenn Sie so die Details ein bisschen anschauen, so ganz einfach ist es nicht. Ob man das in einem Tag schafft, glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn Sie es erkennen können, die einzelnen Details, und es auch in Ihrem Leben wirklich weiter verfolgen, dann Sie merken, Sie brauchen immer wieder neu das Ja. Immer wieder eine neue Entscheidung, so wie ich bin, Herr, schenke ich mich dir. Ich bejahe es. Da kommen Sie in eine große Freiheit. Und dieser Gott der Liebe, er kann Sie, so wie Sie sind, mit dieser Liebe umhüllen. Und Ihr Leben ist dann sinnvoll und lebbar.